kurzem haben wir euch ja das Makita DMR 115 vorgestellt. Doch Makita wäre ja nicht Makita, wenn die Herrschaften uns nicht ständig mit neuen Tools versorgen würden. Also nehmen wir uns heute mal die neuen Baustellradios vor und schauen, was wir hier serviert bekommen, wo die Unterschiede zwischen den neuen liegen und vor allem, ob sich der Radiowechsel lohnt. Ich bin der Olli von den Tool Brothers und stelle dir heute die drei Makita Akku-Baustellenradios MR003, MR004 und MR007 vor. Willkommen zu diesem kurzen Toolcheck. Als erstes gehen wir auf die Äußerlichkeiten und Verarbeitung ein. Dann klären wir alle technischen Fragen und nebenbei ziehen wir immer wieder Parallelen zum DMR 115. Let's go! Wie immer kannst du alle Radios und Werkzeuge bei uns auf der Seite miteinander vergleichen. Die aktuellen Marktpreise von über 30 Händlern gibt's auch gleich mit dazu. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Kommen wir nun zu den äußerlichen Merkmalen und Unterschieden und starten direkt mit den Maßen. Bei dem MR003 und MR004 haben wir eine Höhe von 296 mm gemessen und das MR007 kommt auf ganze 303 mm. Hier haben wir also keine besonders großen Unterschiede. Wobei alle drei Radios doch deutlich größer sind als das DMR 115. Nun zum Gewicht. Das MR003 und MR004 nehmen sich nicht allzu viel. Beim 003er liegt das Gewicht ohne Akku bei 4160 Gramm und beim 004er bei 4240. Das 007er hingegen kommt deutlich schwerer und wiegt solo etwa 5360 Gramm. Mit einem 40 Volt 4 Amperestunden Akku kommen wir jeweils auf 5180, 5260 und 6360 Gramm. Doch woher kommen die Gewichtsunterschiede? Von außen betrachtet fallen zwischen den Modellen schon deutliche Unterschiede auf, obwohl die Grundkonstruktion natürlich relativ ähnlich ist. Wir haben bei allen Modellen einen robusten Tragegriff, der zugleich auch als Antenne funktioniert. Zwei Stoßschützer, die das Display und die Bedienelemente schützen sollen und robuste IP65 geschützte Gehäuse. Das heißt Spritzwasser und Staubschutz, so wie man es auf der Baustelle eben braucht. Rein äußerlich ähneln sich das MR007 und das DMR 115 sehr stark. Man kann das MR007 daher zu Recht als Nachfolgemodell bezeichnen. Wie gewohnt befindet sich auf der Rückseite des Radios die Klappe zum Einlegen der Akkus. Die Neuerung, ab sofort können auch die 40 Volt Akkus verwendet werden. Ist natürlich aber kein Muss. Weiterhin sind 12 und 18 Volt ebenfalls kompatibel. Bitte beachten, die maximale Lautsprecherleistung von 4,9 Watt bei dem MR003 und 004 bzw. 5 Watt beim 007 können nur mit 40 Volt bzw. 18 Volt Akkus erreicht werden. Darunter gibt Makita erhebliche Leistungseinbußen an. Weiterhin haben wir bei allen Modellen einen Serviceport, einen AUX-In, einen Anschluss für das Netzteil und das MR004 und MR007 haben zusätzlich einen Bluetooth-Sender und einen USB-Port zum Laden von Smartphones. Den größten Unterschied gibt es zwischen den Displays. Beim MR003 und MR004 haben wir einfache LCD-Displays. Das 003er kommt zudem mit schwarz gummierten Tasten. Das 004er hingegen hat zwar die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie das 003er, aber kommt mit weißen Knöpfen daher. Das MR007 wirkt auch hier am hochwertigsten. Wir haben einen LED-Display verbaut und schwarz gummiert übergreifende Buttons. Der Lautstärkeregler ist beim MR004 und 007 ebenfalls mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Hier wurde beim 003er gespart. Die gesamte Haptik, sprich das Gefühl beim Drücken der Tasten, fühlt sich, ach, keine Überraschung, beim MR007 am angenehmsten an. Auch in Sachen Lautsprecher gibt es hier deutliche Unterschiede. Ein Blick auf die Unterseite der Geräte verrät schon, das MR007 kommt mit einem zusätzlichen Subwoofer, der bei den anderen Geräten leider weggelassen wurde. Die Modelle 003 und 004 wurden mit zwei 89 mm Lautsprechern an den Seiten ausgestattet. Das 007er hingegen kommt mit Mittel- und Hochtonlautsprechern. Das macht sich in Sachen Sound natürlich deutlich bemerkbar. So, und nun zum einen der wichtigsten Themen bei Radios. Auf welche Arten können wir Musik hören? Das MR003 kann den klassischen Radioempfang, DAB, DAB Plus und FM und zusätzlich haben wir noch ein AUX-In, aber allerdings kein Bluetooth. Und auch hier gibt es deutliche Unterschiede. Beim MR004 und MR007 haben wir ebenfalls den DAB, DAB Plus und FM Empfang. Dazu kommt aber noch der AUX-Anschluss und der Bluetooth-Empfang. Hier hat das MR003 im Vergleich zu den anderen Modellen deutlich weniger Features. In Sachen Klangmodi und Equalizer-Einstellungen steht das MR007 dem DMR 115 auch in nichts nach. Wir haben wieder 7 einstellbare Klangmodi, die sich auch in der LED widerspiegeln. Bei unseren Lautstärketests kommt das MR003 auf 87,7 Dezibel, das MR004 auf 86,7
86,4 und das MR007 auf ganze 95 Dezibel. Das sollte für die Baustelle und der Werkstatt auf jeden Fall genügen. Übrigens, der USB-Ladeanschluss für Smartphones fehlt ebenfalls beim 003er. Doch wie wirken sich die ganzen Unterschiede auf den Preis aus? Das MR003 kostet zum Zeitpunkt dieser Aufnahme etwa 137 Euro, ist also das günstigste. Das 004er liegt bei 175 Euro und das MR007 bei stolzen 219 Euro. Wir haben also, wie zu erwarten, deutliche Preisunterschiede zwischen den Geräten. Und damit sind wir auch schon beim Fazit angelangt. Das MR003 und MR004 liegen für uns qualitativ etwa auf der gleichen Höhe. Der Unterschied liegt hier in den Anschlüssen. Und zwar muss man hier für Bluetooth und eine USB-Ladefunktion etwa 40 Euro mehr bezahlen. Ganz schön happig. Ob die Unterschiede gerechtfertigt sind? Das können wir ja mal gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Das MR007 ist für uns das unangefochtene neue Spitzenmodell. Wie zuvor auch das DMR115. Ob der aufgerufene Preis von ca. 220 Euro gerechtfertigt ist, das ist wohl Ansichtssache. Aber in Sachen Sound und Optik liegt Makita hier ganz weit vorne. Wie steht ihr zu den Modellen? Hat Makita hier abgeliefert? Lohnt sich eine Investition? Oder bleibt ihr doch lieber bei den 18 Volt Modellen? Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Vergesst uns nicht zu abonnieren für mehr Vergleiche und Vorstellungen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli von den Tool Brothers.